Was sagst du noch? Ich kann dir erklären, was die Bildschirmsymbole bedeuten. Die gelben Symbole, das blaue Symbol. Achso, ja. Die drei gelben Symbole am rechten oberen Rand sind die Gegenstandssymbole. Die zeigen dir die Gegenstände an, die du mit den Pfeiltasten eingesetzt kannst. Okay. Hast du einen Gegenstand erhalten, begib dich ins Gegenstandsmenü und platziere ihn auf einem der C-Knöpfe. Gut. Dann blaue Symbole. Das blaue Symbol ist das Aktionssymbol. Dieses Symbol gibt an, welche Aktion du ausführst, wenn du A betätigst. Ja, das ist mir schon bekannt geworden. An bestimmten Stellen kannst du die Möglichkeiten verschiedener Aktionen ausführen. Gut. Ich denke mal, das hat mir jetzt ein bisschen weitergeholfen. So, was steht hier auf dem Schild? Kokiri Trainingslager. Zerstöre die Schilder nicht, lies sie. Okay. Stoßattacke. Um mit dem Schwert zuzustoßen, drücke den Stick in die Richtung und halte Z gedrückt. Und dann B. Okay. Trainiere deine Schwertkünste. Aha. Kann ich diesen Stein nicht hochheben? Zielerfassung. Siehst du einen... Aha, kannst du mit Z anpeilen. Ach du Heiliger. Ja. Ach du Scheiße. Das wird ja eine... Wird ja ein Spaß. Wie werde ich diese Anpeilung jetzt los? Na super. Da habe ich ja was losgetreten. Okay, Moment. Ich kann diesen... Ich kann dieses Schild nicht mehr lesen. Ich kann nur... Was muss ich jetzt mit dem Angepeilten machen? Ich hab doch gar nichts. Hä? Jede Taste will nicht funktionieren. Also ich hab dich jetzt angepeilt, okay. Was auch immer das war. Die Anpeilung weg, wenn ich weit genug weg bin? Ah, danke. Danke! Oh, wow. Oh, ich kann klettern. Das ist ja cool. So, was gibt's hier noch? Kann ich kriechen? Was steht hier? Enge Passagen, versuche mal durch den Spalt zu kriechen. Ja, ja, ja. Ah, okay. Ja, okay. Kriecht er automatisch? Nee, ich muss laufen. Oh, wow. Das ist schwieriger als erwartet. Im ersten Moment. Da ich höre irgendwas nicht ganz so Schönes. Was steht hier? Verändern der Blickrichtung. Du hast jederzeit die Möglichkeit, deine Blickrichtung mit Z zu verändern. Bleib stehen und verändere dann die Richtung, in die du schaust. Oder halte Z während des Laufens gedrückt. Dies wird dir helfen, dich zu orientieren. Zu Z gedrückt kannst du dich dabei seitlich bewegen und will nach vorne schauen. Seitliche Fortbewegung macht sich besonders in Labyrinthen bezahlt. Probier es aus, du wirst sehen, wie praktisch dies ist. Ja. Ah! Sie... Was zur... Wie, jetzt hat mich die Kugel überrollt, was? Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich gemacht habe. Ah. Ah, das ist Z. Oh, wow.
Okay, dann weiß ich wenigstens, wie das geht. Das hilft mir schon mal ungemein weiter. Öffne jede Truhe. Du findest darin wertvolle Schätze, praktische Gegenstände, hilfreiche Schlüssel und vieles mehr. Okay. Hallo? Da-da-da-da! Das Kokiri-Schwert. Wähle es mit A im Ausrüstungsmenü aus. Dies ist eine wertvolle Waffe der Kokiri. Trainiere gut, bevor du deine Mission beginnst. Gut. Hurra. Ja, mein Kokiri-Schwert. Ja? Ah. Gut. Aber wenn ich mich jetzt noch recht entsinne... Aha, so schlage ich zu, okay. Wenn ich mich jetzt aber noch recht in... Aua. Wieso auch immer dieser Fels in einer völlig unlogischen Richtung? Naja. So, kann ich dieses Gemüse zerschneiden? Kann ich, okay. So, ich brauche aber noch ein Schild, wenn ich mich recht entsinne. Kriechen. So. Wobei, der rote Pfeil zeigt da links hin. Vielleicht habe ich ja doch noch... So viel zu zerstöre die Schilder nicht. Okay, Moment. Ich würde trotzdem gerne wissen, was ich damit machen kann. Lesen. Komm. Also, kannst es mit Z anpeilen. Vor dem Spiel kannst du zwischen zwei Optionen wählen. Du musst entweder Z gedrückt halten, um dein Ziel anzupeilen, oder du musst Z kurz drücken, um dein Ziel so lange anzuvisieren, bis du erneut Z betätigst. Danach kannst du ein neues Ziel erfassen. Drückst du Z und dann A, kannst du übrigens auch mit Personen reden, die sich außerhalb deiner Reichweite aufhalten. Willst du fliehen, bewege den einfach nach hinten. Visiere dir zur Übung die Steine hier an. Ach so, die sind nur zur Übung. Ah. Aber da dieses eine Schild gesagt hat, ich soll die Schilder nicht zerstören, habe ich einfach mal Lust, dieses Schild zu zerstören. So. Das war nötig. Ich weiß nicht warum, aber das hatte einen tieferen Zweck. Was machst du denn da? Was steht hier? Liest du das auch noch? Die Waldbewohner sollten Kokiri nicht verlassen. Ah ja. Du hast nicht die Erlaubnis, das Dorf zu verlassen. Der Deku-Baum sprach, dass jeder Kokiri, der das Dorf verlässt, zum Sterben verdammt ist. Wow. Bisschen hart, findet ihr nicht? So, jetzt, was mich jetzt interessiert ist, wo muss ich hin? Hier hinten? Oder in dem Haus drinne? Weil hier zeigt doch dieser Pfeil hin. Gebt ihr mir vielleicht das Schild? Muss ich eure Krüge kaputt machen? Wie ich eure Krüge tatsächlich kaputt machen kann. So. Ich kann dir erklären, was Bildschirmsymbole... Das hatten wir doch schon. Ja, gut. Willst du wissen? Nein. Na gut, dann finde ich es selbst heraus. Zurück. Was bringt es mir jetzt hier drinnen zu sein? Gibt's hier irgendwas? Nö. Oh, hat mir die Karte dann den Pfeil dorthin gezeigt? Immer noch. Aus der allwissenden Brüder.
Ich will doch jetzt bloß... Wo kriege ich mein Schild her? Das ist mein Problem gerade. Ich habe jetzt nach stundenlanger Suche... Okay, einer halben Stunde habe ich ein Schwert gekriegt. Wow, also eine halbe... Ich ahne schon, das Spiel wird echt lange. Salias Haus. Okay. Hallo, Salia. Okay. Salia, du bist eine liebreizende Person. Okay. Scheint nichts mehr drin zu sein. Ich helfe dir mal übrigens kurz, hier dein komisches Gebüschgedöns kaputt zu kriegen. Hallo? Ah, ich kann bei deinem eigenen Gebüsch kann ich dir nicht helfen, okay. Stoppschild. Das mit den Schildern ist cool. Haus der Zwillinge. Okay. Wir rennen einfach mal in ein Haus, zerstören ein paar Krüge und gucken, ob ein paar Rubine rauskommen, die wir klauen können. Und ob wir es überhaupt hinkriegen, die Steuerung zu meistern. Oh, cool. So. Da ist jemand, okay. Hallo. Meine Schwester hat einige Rubine genommen und ist zum Kokiri-Laden gegangen, um dort einzukaufen. Apropos Rubine, je größer deine Börse ist, desto mehr Rubine kannst du tragen. Ich habe eine begrenzte Börse. Das klingt nicht gerade gut. So, ich kann dich anvisieren und dann kann ich mit dir reden, richtig? Aha! Gut gemacht. Dies war mit Hilfe deiner Fee möglich. Really? Das war dann mit Hilfe meiner Anvisierfähigkeit möglich. Nicht mit meiner Fee. Okay. Wie schön, dass auch du endlich eine ständige Begleiterin hast. Ich werde dich lernen, ihre Kräfte richtig zu nutzen. Na, wunderbar. Fliegt deine Fee zu einem Objekt oder einer Person, drücke Z, um dorthin zu schauen. Gut. Drückst du Z und dann A, kannst du mit weiter entfernten Personen sprechen. Ah ja. Wenn du kein Ziel erfasst, kannst du Z nutzen, um geradeaus zu schauen. Versuche es. Gut. Dann, Kokiri-Laden. Oh. Manche Dinge in diesem Laden findest du auch im Wald, den Deku-Schild jedoch nicht. Ihn musst du kaufen. Weißt du, wie man den Deku-Schild richtig einsetzt? Hast du den Schild erhalten, drücke Start, um den in Menü gelangen, umgib dich nun im Ausrüstungsmenü, bla bla bla. Hier wählst du mit dem Cursor den Schild, mit dem du dich ausrüsten willst, und drückst du A, um deine Wahl zu bestätigen. Ist der Schild gewählt, kannst du ihn mit R einsetzen und mit Stickwinkel ändern, ja. Ich muss übrigens gleich mal dazu sagen, ich weiß noch nicht, ich werde diesem Zelda-Spiel werde ich... Was war das? Werde ich jedenfalls keine 25-Minuten-Folgen machen, denke ich mir mal. Ich werde auch keine halbstündigen Folgen machen. Ich denke, ich werde auf 15 bis 20 Minuten machen. Auch wenn der Fortschritt extrem gering sein wird. Mal gucken, vielleicht ändere ich auch noch meine Meinung irgendwann. Mal sehen. Reden. Willkommen! Du kannst ja kaum über das Ding gucken, wow. Wähle... Achso, ich kann jetzt einfach... Was mit dem Verkäufer sprechen? Wir verkaufen Schilde, aber keine Schwerter. Ah ja. Gut, was haben wir denn da? Deku-Schild, 40 Rubine. Deku-Nüsse, Deku-Stab. Deku-Nüsse. Okay, das Deku-Schild werde ich wahrscheinlich brauchen. Deku-Kerne, Pfeile... Wie Herzen, okay, und ein Pfeil. Okay. Wir brauchen das Schild, denke ich mir mal. Kaufen. Yay. Gehe ins Ausrüstungsmenü, um auszuwählen. Drücke R, um Angriffe abzuwehren. Drückst du R, bewegst du den. Schwenkst du den Schild. Ah ja. Möchtest du noch etwas kaufen? Ich bin gerade knapp bei Kasse. Nein, danke. Nein! Okay.
So, Startmenü. Wir müssen den Schild ausrüsten. Dafür... Oh. Ja, klar, warum nicht? Ich wusste zwar nicht, wie das geht, aber... So. Dekoschild ausgerüstet. Und jetzt haben wir... Ja, jetzt haben wir Schild und Schwert. Jetzt müsste uns ja dieser Mido... Mado, Sado, Maso Typ durchlassen. Ja, nicht tauchen bitte, einfach nur danke. So, bevor du zum Dekobaum darfst, musst du dich zunächst mit einem Schwert und einem Schild ausrüsten. Hab ich getan. Hey, was ist das? Ah ja. Du besitzt einen Dekuschild und auf deinem Rücken trägst du ein Schwert. Ach, wer hätte das gedacht? Du bist ja echt ein Schnellschacker. Unglaublich, es ist in der Tat das Kokiri-Schwert. Wow. Heiliger Deku. Wie dem auch sei, ein Weichling bleibt immer ein Weichling. Ich werde dich niemals als einen der unseren akzeptieren. Wie nur kann es sein, dass erst Salia und nun auch der Dekubaum so viel Vertrauen zu dir haben? Krummel, Krummel. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde an deiner Stelle mal eventuell drüber nachdenken, warum du kein Schwert hast. Du hättest einfach bloß durch so ein Loch kriechen müssen und einem riesigen, etwas seltsamen Felsen ausweichen müssen. What the... Okay, ich glaube, das sind Gegner. Was habe ich jetzt gefunden? Der Deku-Stab. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn... platzieren. Okay, bla. Benutze ihn mit... Ja. Da kannst du ihn wieder wegpacken. Du kannst höchstens 10 Deku-Stärke tragen. Setze sie mit Bedacht ein. Okay, habe ich jetzt noch einen bekommen. So. Was können Deku-Stäbe? Okay. Deku-Stab. Wir legen ihn auf diese Taste. Gucken wir mal. So, was bringt mir der jetzt? Aha. Ich habe einen riesigen Stock in der Hand. Okay. Dekubaum, ich bin zurückgekehrt. Das ist der Dekubaum. Der sieht eher aus wie so eine... Naja... Wie ein Kürbis. So, vom Schnitzort her, keine Ahnung. Navi, du hast deinen Auftrag also erfüllt. Ich habe mir jedenfalls epischer vorgestellt. Sei willkommen, Osoma. Höre nun die Worte, die ich, der Dekubaum, dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. Ach ja, gut, okay, er hat deswegen in der Nacht gestöhnt, nicht wegen diesem... Naja, egal. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albträumen geplagt. Dies ist auch dir widerfahren. Osoma, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft soll mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfungen auf dich zu nehmen? Ich denke, ich muss ja sagen. Sonst komme ich ja viel nicht weiter. Gut. So sei es. Tritt ein, tapferer Osoma. Und auch du, Navi. Navi, holde Fee, unterstütze Osoma. Und du, Osoma, benutze mit... Ja, Navis Worte, denn es sind Worte der Weisheit. Gut. Er will uns jetzt ernsthaft fressen. Ach so, so schlage ich mit dem Teil. Okay. Gut zu wissen. Also gut, dann guten Appetit. Link. Roh schmeckt es vielleicht nicht ganz gut, aber mal gucken.